Guten Abend, liebe Zuschauer, und schönen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Güstrow am Dienstag. Unser Thema heute: Tanzen für Kinderrechte, die große Benefit-Show von Fnatic Dance. Wir gucken noch einmal zurück und natürlich, ja, was hat's gebracht? Dazu eingeladen, ja, von Starkmachen e.V. Dana Cornelissen. Cornelissen, so richtig ausgesprochen. Der Name kommt aus Holland, hast du gesagt, ne? Genau. Ich hätte es jetzt so nach Astrid Lindgren oben gesteckt, aber Cornelissen, wir einigen uns auf Dana. Ist es okay? Sehr gerne, okay. Von Starkmachen e.V., dann geht's rüber, ja, zu Anja Lambert, Fnatic Dance, die Initiatorin des ganzen, ich sag mal, Geschehens am letzten Wochenende auf der Bühne. Oder wer ist so die Ideengeberin mit dir gemeinsam? Oder sitzt du abends am Schreibtisch und sagst, so, die Show, die schreibe ich mir jetzt mal aufs Parkett hier? Das ist unterschiedlich. Also viele Ideen habe ich irgendwie in Schubladen liegen und zum passenden Zeitpunkt zauber ich die so raus dann. Manches braucht einfach auch Zeit und ja, aber ich habe dann immer irgendwelche Ideen, mit denen ich dann beim Vorstand die ich dann einbringe und ja, dann machen wir es oder formen es noch und
machen es dann. Guck mal rüber zum Vorstand, da sitzt Tom Zielke, der ist ja auch mit bei euch bei Fanatic Dance e.V. Tom, ich grüße dich. Wie hast du die zwei Abende, zwei letzte Woche Freitag, Samstagabend im Theater miterlebt? Du warst ja einmal, glaube ich, im Publikum und einen Tag hinter der Bühne. Hol uns mal kurz ab, so von deinen Emotionen. Genau, von mir tanzen ja drei Töchter. Und den ersten Abend habe ich als Elternteil größtenteils zugeguckt, wobei ich natürlich dann auch immer mit einem Fuß irgendwie dann im Geschehen bin. Und ja, und den zweiten Tag dann hinter der Bühne mitgeholfen und ja, T-Shirts verkauft. Um die Spenden. Ach, Merchandising-Produkte, ja? Ja. Guck an, richtiges Unternehmen schon draus geworden. Ihr habt ja damals Anja ermöglicht, weiter zu tanzen. 2018 war das, war ja so die Phase, gibt es Fanatic Dance weiter. Was hat euch damals nochmal bewogen? Wahrscheinlich neben den drei Töchtern, dass weiter getanzt wird. Dass Fanatic Dance, ich sag mal, heute ja aus Gusto überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Ja, es war ja schon keine normale Tanzschule, das war ja schon wie ein Verein und wie eine Familie und so haben wir uns halt auch gefühlt als Elternteil und da war für uns irgendwie das ja wie ein Zusammenbruch, dass plötzlich das nicht mehr da ist und das musste natürlich auch erstmal sacken und dann kam Anja auf uns zu und hat uns gefragt und da haben wir gar nicht lange gezögert, haben gesagt, wir finden eine Lösung, wie wir das hinbekommen. Und die Töchter hatten wieder eine Aufgabe und waren nicht nur zu Hause. Ja, ja, wahrscheinlich. Nicht nur die. Okay, genau. Anne, bevor wir mal auf die Vereinsseite gucken, für die Vereine, für die ihr tanzt, was hat dich bewogen, so ein Tanzkonzept auf die Bühne zu schreiben, gerade für Kinderrechte, für Vereine, denen man helfen kann, helfen sollte? Gab es da mal so einen bewegenden Moment bei dir, dass ich sage, ich tanze nicht nur für das Publikum, sondern auch für Vereine, ja, die irgendwo für sich, für Kinder sich stark machen? Also wir haben die ersten 10 Jahre, wo ich das quasi auf selbstständiger Basis gemacht habe, haben wir so alle 2 Jahre eine Gala-Veranstaltung gemacht. Von daher ja, war so das Grundkonzept irgendwie da, das Bedürfnis nach Corona auch wieder sowas zu machen. Und dann hatten wir 2019 das Projekt Selbstverständlich. Punkt ins Leben gerufen, wo wir den Flashmob auf dem Marktplatz in Güstrow gemacht haben und damit eben schon Spenden ertanzt haben für Kinderschutzprojekte. Und anlässlich des Jubiläums quasi, 5 Jahre als e.V. und 15 Jahre insgesamt Fanatic Dance, haben wir gesagt, wir möchten das gerne fortsetzen in besonderer Form. Und die Idee für eine Benefit-Show habe ich tatsächlich auch schon sehr, sehr lange in meinem Kopf. Und von daher hat das alles zusammengepasst. Genau. Zwei Vereine haben profitiert von der Benefiz-Tanzgala, unter anderem Querleben e.V. Da kann Frau Tilderan heute nicht bei uns sein, krankheitsbedingt leider heute nicht live im Studio. Wir grüßen schon mal nach Hause, hoffe ich. Und dementsprechend gucken wir aber bei Zeiten nochmal auch bei dem Verein, der sich für Eltern stark macht, deren Kinder krankheitsbedingt beeinträchtigt sind oder gar eine Behinderung haben. Und dann haben wir Starkmachen e.V. Und da sitzt Dana bei mir. Dana Starkmachen e.V. steht für was genau ein? Also um welche Kinderrechte und auch Frauenrechte, glaube ich, kümmert ihr euch? Genau, in erster Linie geht es um die Antigewaltarbeit. Entstanden ist der Verein 1990 unter ja, einer feministischen Frauenbewegung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Schutzräume für Frauen zu schaffen, weil die gab es damals nicht. Und im Rahmen dessen ist über die ganzen Jahre der Verein immer weiter gewachsen, sodass wir jetzt auch ja, viele kleine Einrichtungen, wie zum Beispiel die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking ja, oder auch die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt und eben auch jetzt das Projekt Haltestelle ins Leben rufen konnten. Das heißt für mich auch, dass irgendwo erkannt worden ist, nicht nur Frauen sind Opfer, sondern auch schon Kinder, Jugendliche. Also wie weit bricht ihr das nach unten? Geht das schon im Säuglingsalter los? Was habt ihr da für Erfahrungen? Genau, also Gewalt entsteht schon da, definitiv. Gerade häusliche Gewalt eben auch. Und das Projekt Haltestelle bezieht sich auf sexuell grenzverletzende Kinder, okay, bis zur Strafmündigkeit. Und da setzen wir gerade an und haben die Möglichkeit, mit Aktion Mensch dieses Projekt eben umzusetzen. Genau, mit Aktion Mensch, das heißt, da seid ihr involviert über Aktion Mensch oder werdet finanziell unterstützt? Wie läuft das? Genau, das ist eine Projektförderung, die uns eben unterstützt dabei, weil wir seit vielen, vielen Jahren in der Fachberatungsstelle eben ganz viele Anfragen hatten, die wir nicht abdecken, okay, konnten. Um, also zum einen
weil der Bedarf so groß war, zum anderen aber auch, weil wir eben nicht die grenzverletzenden Kinder mit den betroffenen Kindern in einen Raum bringen wollten. Mhm. Und es bedarf eben nochmal einen zusätzlichen Raum und eine große Vernetzung auch zur Fachberatungsstelle. Also im Prinzip Schutzräume für alle, die da aufgrund welcher Richtung involviert sind. Genau. Das braucht Platz, das braucht Bedarf, das braucht auch Manpower. Wie seid ihr aufgestellt? Über Festangestellte oder überwiegend ehrenamtliche Kräfte? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil es braucht ja Ansprechpartner. Genau. Also wir sind ein Team aus zwei Personen. Aus zwei Personen? Genau. Ein Mann und ich. Ja. Und genau, wir haben ehrenamtliche Projekte für den ganzen Verein. Und die sind viel im Frauenhaus auch unterwegs und unterstützen bei Umzugsprojekten. Die machen Walk-and-Talk-Runden, wo es auch darum geht, mit den Menschen in die Sprachförderung zu gehen. Es gibt Bewegungsprojekte auch. Ja, und genau, darauf sind wir natürlich auch angewiesen. Und wenn es nur Menschen sind, die uns beim Malern helfen und die Räume schön gestalten. Okay, ja, gucken wir mal. Bewegende Worte, ihr habt ja auch euch bewegt auf der Bühne für dieses Projekt. Wie entsteht so diese Verbindung zu den Vereinen? Oder bist du unterwegs und Mensch, siehst der Verein, für den lohnt es sich? Wie kommen da die Kontakte zustande? Also wir haben im gesamten Team zusammengesessen und haben eigentlich, jeder hat sich mal so umgehört. Mhm. Ich selbst bin auch zu Einrichtungen gefahren direkt und habe mir das angeschaut, unter anderem auch bei Querleben e.V., weil ich das einfach auch die Atmosphäre mal aufnehmen wollte. Und haben ganz viele Gespräche geführt mit wirklich tollen Menschen, die sich wunderschön engagieren jeden Tag. Und uns war es wichtig, dass wir eben Projekte finden, die eben die Hilfe besonders brauchen, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, einen Werbespot auf im Fernsehen zu schalten oder, sag ich mal, sowieso schon sehr präsent sind, sondern gerade die Projekte, die eben, wo man ein bisschen suchen muss. Und das war uns ganz wichtig, dass wir solche Projekte unterstützen und eben auch dieses Jahr, dass wir ein Projekt dabei haben für Kinder und Jugendliche, die eben nochmal auf ganz besondere Art und Weise unsere Aufmerksamkeit brauchen und die Fürsorge und den richtigen Rahmen. Genau, bei Querleben ist es ja, dass die Kinder schon von Geburt an beeinträchtigt sind oder im Laufe ihres Lebens dann Beeinträchtigungen haben. Hier ist es dann im Prinzip durch, ich sage mal, andere Erfahrung, dass über Gewaltprozesse dann entsprechend das Leben nicht mehr so stattfinden kann, wie es eigentlich sein sollte. Tom, hattet ihr euch vor der Inszenierung so ein Ziel gesetzt, so eine Wunschsumme, dass man sagt, wäre schön, wenn mindestens das bei herausgeht für die Vereine? Oder wie geht ihr da so ran? Ja, ich glaube, jeder hatte vielleicht so einen eigenen Punkt, wo er gesagt hat, das könnte ich mir vorstellen. Und das ist auch schwierig gewesen, weil wir nicht wussten, was das an Kosten mit sich bringt. Mhm. Und wie viel nimmt man durch die Theaterkarten ein? Ne? Sind viel ermäßigte Karten? Wir hatten ja auch gestaffelte Preise. Also ganz großen Dank an das Theater, was uns entgegengekommen ist und hat gesagt, also wir haben nur einen Sockelbetrag, der geht für uns und der Rest, der ist für euch und den könnt ihr ausschütten. Genau. Und die ersten Schecks gab es ja schon jeweils auf der Bühne am Freitag und am Samstag für die Vereine. Was stand da schon mal drauf? Wer weiß das noch? Irgendwie 4.250 Euro pro Verein. Pro Verein? Genau. Ja. Also da haben wir 8.500 Euro quasi ertanzt. Und dann hatten wir ja den Hanno Liesner noch dort von Funky e.V., das ist am Europas Samstag größtes Abend, inklusives Tanzensemble. Und der hat spontan dann noch 500 Euro oben drauf gepackt. Und damit konnten wir quasi jetzt die 9.000 Euro voll machen. Und ja. Ist das ein unverhoffter Geldsegen für euch gewesen? Also ihr müsst ja auch irgendwie planen, wenn man das so hört auf der Bühne. Ihr wart ja auch geflasht, war ja auch live mit vor Ort dabei. Das sind doch erstmal Emotionen, die kann man doch gar nicht glauben, oder? Ja, allgemein war das natürlich total emotionsreich und super flashend und aufregend, gerade mit aufregend bei den Kindern. Und wir haben auch nicht mit so viel gerechnet. Also das war wirklich toll. Und gleichzeitig sind wir auf Spenden angewiesen, weil wir im Jahr Eigenmittel von 10.000 Euro
aufbringen müssen. Und damit ist natürlich die Hälfte schon für ein Jahr gedeckt. Und das hilft uns sehr, sehr viel also weiter. Für alle, also für die Projekte, die ihr habt, müsst ihr 10.000 Euro Eigenmittel aufbringen. Das heißt, es geht nur über Fremdfinanzierung, Sponsoring. Ja, genau. Okay. Und da haben wir aber aus Güstrow einen guten Beitrag geleistet. Das ist Wahnsinn. Wir gucken uns mal gleich an, wie es auf der Theaterbühne zuging. Ja, wie heiß dort getanzt worden ist. Ich bin ja froh, dass ich nur reden musste. Ich habe ja auch so von klein bis groß auch ins Interview gebracht. Trotz der großen Power haben die immer noch Zeit für Worte gefunden. Ne? Tom, wie haben deine Töchter das denn entsprechend aufgenommen? Waren die denn am Samstagabend platt oder konnten die Sonne noch weiter tanzen? Ja, die waren schon sehr platt. Ne? Und die kleinere noch mehr als die große. Ja. Und weil es auch aufregend war. Und selbst ich, der nicht getanzt hat, ich war auch fix und alle. Also ja, das war wirklich als Eltern leidet man ja mit. Ne? Genau. Dann gucken wir mal rein. Wir reden jetzt zwar viel über qualmende Füße, aber so hat es ausgeschaut vor einigen Tagen auf der großen Theaterbühne hier in Güstrow. Also Anja, wenn ich das sehe, kriege ich ja schon wieder Gänsehaut. Ich stand ja mehr hinter der Bühne, aber so von vorne. Also ich bin nach wie vor geflasht. Ich glaube, 8, 9 Umzüge im Kostüm hatten einige vor sich. Die waren ja nur am Wechseln. Das ist ja Wahnsinn. Ihr hättet, glaube ich, noch mehr das Theater vollkriegen können, aufgrund der Nachfrage. Ja, also wir waren total geflasht davon, dass wir so schnell ausverkauft waren. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Man hat schon Angst gehabt, dass wir überhaupt zweimal voll kriegen. Aber nachher ging, also einen Tag vorher und auch am selben Tag noch, ging so das Gefeilsche los um die Karten. Also dann ist doch noch irgendjemand krank geworden. Oder in den Gruppen war, dann hat noch jemand zwei Karten und dann wurde noch so hin und her so ein bisschen und dann ist doch mal einer krank geworden, dann hat doch noch jemand eine Karte bekommen. Also so ging das dann noch ordentlich zugange in den Gruppen. Tom, über wie viele Mitwirkende sprechen wir so vom Verein her? Also ich glaube, auf der Bühne waren es 160. Ne? Und also auch kaum Ausfall gewesen. Ne? Wir haben ja Angst gehabt, dass noch welche krank werden und so, war gar nicht. Das war ja wahrscheinlich hinterher, wa? Genau. Ne? Und bei über 250 Mitgliedern, also waren eigentlich fast alle da. Jetzt reden wir natürlich hier über Kinder, die Spaß am Tanzen haben, die ihr Hobby auch sinnvoll einsetzen können. Aber du hast eine andere Statistik mitgebracht. Wenn man so hört, gibt es da so wieder aktuelle Zahlen, wie viele Kinder, Jugendliche, Frauen nach wie vor von Gewalt, sexueller Gewalt betroffen sind? Die Statistik habe ich gerade nicht im Kopf, aber die Statistik vom letzten Jahr sagt, dass es um die 571 Fälle von sexuell grenzverletzendem Verhalten oder Delikten U21 war. Also gerade ein hoher Satz an Kindern und Jugendlichen. Und das ist schon enorm. Und das sind 201 mehr als im Jahr davor. Also die Statistik steigt immer weiter, die Tendenz geht nach oben.
Und da wollen wir natürlich ansetzen, um frühzeitig diese Gewaltkreisläufe zu durchbrechen und ja, bestmöglich ja, die Entwicklung für die Kinder zu verbessern. Und es sind ja die Zahlen, die ja nachgewiesen sind. Das heißt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch eine viel größere. Ja. Habt ihr festgestellt, dass aufgrund der Lockdown-Situation von Corona, dass auch deswegen diese Zahlen angestiegen sind, weil hinter verschlossenen Türen sich einfach mehr abspielen kann, unentdeckt? Ich glaube, da sind viele Faktoren, die reinfließen. Zum einen ist die digitale Medienwelt gerade sehr, sehr enorm auch in dem Fall vorhanden, weil es viele Hand-off-Delikte gibt, also viel sexualisierte Gewalt über Medien. Okay. Dazu kommt, dass viel mehr Anzeigen gestellt werden als früher. Auch weil die Aufklärung höher ist? Oder? Genau, die Sensibilität der Menschen ist viel, viel größer geworden und das führt natürlich auch dazu. Deshalb kann man das nicht so allgemein sagen, dass es eben auf die Corona-Zeit zurückzuführen ist. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Familienvater, ich habe ja auch zwei Töchter, was sind so Anzeichen, worauf sollte ich vielleicht als Persona achten, wenn ein Kind Gewalt erfährt? Zieht es sich zurück? Komme ich nicht mehr so nah ran? Was kann man als Unbeteiligter vielleicht schon mal wahrnehmen? Oh, mein Kind geht es da gerade nicht gut. Es erzählt mir aber nicht alles. Gibt es so Anzeichen, die ich einfach wahrnehmen kann, um mir dann Hilfe zu holen? Das ist sehr unterschiedlich. Kinder reagieren ganz anders darauf. Aber es gibt Statistiken dazu, dass ein Kind 7-mal einem Erwachsenen davon erzählen muss, damit ein Erwachsener tatsächlich dann auch reagiert. Weil Kinder das eben nicht einfach so rausplappern, sondern natürlich Anzeichen zeigen. Und ich glaube, als Eltern, LehrerInnen, HelferInnen bemerkt man Veränderungen und darauf sollte man achten. Was das dann im Endeffekt heißt, da kann man genauer nochmal hingucken. Aber alle Veränderungen, die ein Kind zeigt, sollte man ernst nehmen. Wenn ich Hilfe suche, über welchen Kanal erreiche ich euch? Also all unsere Beratungsstellen sind auf www.stark-machen.de zu erreichen. Da findet man eben die jeweilige, die man gerade braucht. Und ja, das Projekt Haltestelle ist auch darauf zu finden. Genau, da sprechen wir nachher noch drüber. Was hat dich an diesem Projekt fasziniert, dass du gesagt hast, Stark machen e.V. Projekt Haltestelle, dafür tanzen wir uns den einen Freitag die Füße wund, hier alle Mann. Ja, zunächst einmal finde ich, dass das einfach nochmal also ein Thema ist, was noch viel zu wenig Aufmerksamkeit hat. Und es ist ja auch einzigartig an sich in ganz MV. Und es gibt den Bedarf und das alleine reicht schon, das zu unterstützen. Okay. Und es ist total wichtig, es ist schön zu hören, dass mehr Anzeigen gemacht werden, also dass die Leute schon aufmerksamer werden. Und ich finde, da sollte man jetzt anknüpfen, dass das einfach ausgebaut wird und dass die Menschen wirklich ins Handeln kommen und dass man eben diese Gewaltkreisläufe rechtzeitig erkennt, egal auf welcher Seite, in der Familie, aber auch in der Kita, in den Schulen, überall, wo die Kinder Berührungspunkte mit anderen Menschen haben, dass man da einfach wachsamer wird, achtsamer wird und das rechtzeitig erkennt und eben durchbricht. Was ich spannend fand in den Interviews auf der Bühne, die ich auch mit deinen Coaches führen konnte, dass gesagt wurde, das Tanzen hat uns selbstbewusster gemacht, stärker gemacht. Thomas, du hast auch so das Gefühl, dass deine Töchter, seitdem sie tanzen auf der Bühne stehen, so, ich sag mal, eine andere Selbstwahrnehmung bekommen, eine Stärkung des Selbstwertgefühls? Ja, auf jeden Fall. Also wir können das ja beobachten. Die Kinder tanzen ja schon seit sie 3 sind, mitunter im Verein und das hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass sie gegenüber Fremden auch, sind es kleine Auftritte, große Auftritte, damit natürlich gewachsen sind. Ja. Und das macht sich dann natürlich wieder auch bemerkbar bei der Selbstbehauptung gegenüber anderen, dass man eben einfach schneller mal sagt, halt stopp oder nein oder ja, das genau. Die Grenze aufzeigt. Super. Und bei Querleben e.V. geht es ja im Prinzip um Kinder, die Behinderungen haben, chronische Erkrankungen haben. Wie kam da der Kontakt zustande? Oder ist Frau Tederan zu euch gekommen? Also kann man sich bei euch bewerben? Wie läuft denn sowas ab? Wenn ich bin ein Verein, bin aktiv, sozial engagiert und suche euch oder klickst du durch? Wir sind total offen für alle Ideen. Also es kann jederzeit jeder an uns herantreten, auch wenn wir gemeinsam irgendwelche Projekte vielleicht umsetzen möchten oder Ideen austauschen. Es ist alles wirklich wertvoll, das auszusprechen. Und
Ja, es ist da bei Querleben e.V. war es so, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber jemand hatte das als Idee vorgeschlagen und ich hatte mich dann erst mal telefonisch mit dem Verein in Verbindung gesetzt, bin dann auch gleich spontan nächsten Tag hingefahren und habe mir alles angeguckt und habe mit Angehörigen gesprochen, mit betroffenen Kindern und Jugendlichen und war begeistert von diesem Herzblut, mit dem die Kollegen und Kolleginnen dort arbeiten. Und ich finde es total schön, dass dieses Ziel, dass eben diese Kinder und Jugendlichen, dass das Ziel ist, einen Rahmen zu schaffen, dass sie zu Hause bleiben können und nicht aufgrund von Überlastung, aufgrund von behördlichen Anträgen. Weil so ein Kind Pflege braucht und eine andere Aufmerksamkeit. Da geht ganz, ganz viel Energie in diese Behördenarbeiten, sage ich mal. Ja. Und das ist einfach der Rahmen und die Energie da ist, dass die Kinder zu Hause bleiben können und zu Hause einen sicheren und guten Rahmen haben. Wie wirst du wahrgenommen, wenn du anrufst? Weil es gibt ja heutzutage viele, die Benefits-Veranstaltungen machen wollen und wird dann gesagt, da kommt die nächste, schön, aber ob sie es wirklich macht. Also ist erstmal so der Erstkontakt skeptisch oder ist man gleich offen und sagt, ja, wir sind da ganz bei dir? Das ist unterschiedlich. Also Querleben e.V. war natürlich erstmal überrascht. Und ich kann sogar verstehen, wenn da am Anfang erstmal so ein bisschen Skepsis ist. Aber das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Das motiviert euch nur mehr, ne? Ja. Genau. Jetzt gab es ja auch 4.500 € für das Projekt Haltestelle. Da stelle ich mir jetzt erstmal so, ich bin typisch Mann, Haltestelle, da ist ein Häuschen, ein Haltestellenschild. So, und jetzt hol mich mal ab. Was dürfen andere, die Zuschauerinnen und Zuschauer, unter Haltestelle verstehen? Also wir schreiben Haltestelle, das Halt groß, weil es zum einen eben den Halt geben soll, den die Kinder meistens nicht haben in ihrer Erfahrung, in ihrer Lebenserfahrung. Und zum anderen aber auch das Stopp, was ganz groß sein soll, genau. Okay, das heißt bis hier und nicht weiter und ich kriege eine Stimme für mich. Genau, genau. Okay. Das heißt im Prinzip Haltestelle, einmal diese Symbolik, ich habe einen Ort, wo ich aussteigen kann aus meinem jetzigen Strudel. Mhm. Ich werde wahrgenommen und kann im Prinzip wieder neu einsteigen und ihr nehmt mich mit in, ich sag mal, eine sichere Zukunft. Kann ich das so übersetzen? Genau. Oh, guck mal, ich könnte aber auch, was ich hier interpretiere, ja, braucht ihr noch Moderatoren bei euch? Kann ich mit ein? Nee, sehr gut. Habt ihr auch schon Rückläufe, dass ihr wirklich sagt, wir konnten so und so viele Frauen und Kinder auch wirklich eine bessere Zukunft ermöglichen? Oder erlebt ihr auch tatsächlich, dass dann irgendwann Frauen und Kinder sagen, war ja alles gut und schön, aber ich gehe jetzt zurück? Das passiert immer wieder. Okay. Das sind, glaube ich, viele Erfahrungen, die das Frauenhaus tagtäglich hat. Gerade weil diese Gewaltkreisläufe ja schon so verinnerlicht sind, dass es einfach schwer ist, da rauszukommen. Jetzt reden wir ja natürlich auch völlig zu Recht über Kinder und Frauen, die diese Gewalt erfahren. Aber ohne das jetzt schön zu reden, die Männer, die Gewalt ausüben, die müssen ja auch abgeholt und ich sag mal, irgendwo an die Hand genommen werden und auch gesagt werden, so nicht. Kriegt man da auch Verständnis, dass die ja auch ihr Verhalten wirklich ändern? Weil sonst ist der Kreislauf ja ewig, das sind ja zwanghafte Verhaltensmuster, die ich mir irgendwie so vorstellen kann. Werden die auch irgendwo wahrgenommen, angenommen, mitgenommen, dass genau dieser Gewaltkreislauf auch auf dieser Seite durchbrochen wird? Ja, das ist unser Ansatz, dass wir versuchen, durch die präventive Arbeit eben Opferschutz zu ermöglichen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und das muss man natürlich sehr, sehr früh anfangen und bestmöglich schon im Kindheitsalter. Genau. Ja. Opferschutz und der Täterschutz, der muss ja auch ohne den Täter jetzt irgendwie wahrzunehmen. Habt ihr da auch Konzepte oder sind das wieder andere Institutionen, die den Täter im Fokus haben und im Prinzip ihn über sein Verhalten im Prinzip in eine neue friedliche Richtung bringen? Also bei Kindern sprechen wir nicht von Tätern, sondern über grenzverletzendes Verhalten, okay, weil es sich noch nicht klassifiziert hat. In Richtung Täterarbeit. Also Kinder, die Gewalt ausüben. Genau. Alles klar, okay, gut. Genau. Täterarbeit, es gibt sehr, sehr wenig Männerberatungsstellen für gewaltausübende Männer. Das haben wir im Verein jetzt nicht. Und ja, genau. Aber sie gibt es, glaube ich, schon, ne? Soweit. Die gibt es, ja, aber wirklich sehr, sehr wenig. Okay, vielleicht auch nochmal einen Ansatz da, an entsprechende Stellen nochmal den Fokus drauf zu richten. Diskutiert ihr das in den Tanzgruppen? Also für wen, also wissen das auch schon die Kleinsten, für wen ihr da tanzt und klärt es auch so ein bisschen auf, dass die Motivation entsprechend mitgenommen wird auf die Bühne, weil ihr habt da ja alles auf der Bühne gelassen. Leib, Seele, Herz, Leidenschaft. Und da waren ja von, ich glaube, 3-, 4-Jährige bis 18 plus alles dabei.
Ja, also das ist natürlich eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit, bis die fertige Bühnenshow da ist. Und wir haben im Laufe der Vorbereitungszeit Projekte mit den Kindern gemacht, wo wir eben ihnen eine Plattform schaffen, sich tänzerisch mit Themen auseinanderzusetzen, die sie eben bewegen und die sie beschäftigen und die ihnen zeigen soll, dass sie angehört werden und dass das Ganze einen Raum kriegen kann. Und dort haben wir verschiedenste Projekte gemacht und es ist sehr schön, diese Gemeinschaft nochmal ganz anders zu spüren, wenn sie dieses Bewusstsein haben, wir gehen jetzt auf die Bühne, wir machen gemeinsam, tun wir etwas Gutes. Und da ist unser Ansatz einfach, diese Plattform zu bieten, diesen Rahmen zu bieten und den Kindern einfach diese Möglichkeit zu bieten, dort mit ihren Fußstapfen auf die Bühne zu gehen und sagen, wir machen hier gemeinsam etwas Tolles, groß, ja, klein, alle gemeinsam. Genau. Tom, ihr helft ja mit dem Verein, dass Kinder, ich sag mal, auf normalem Wege stark werden über die Bühnenpräsenz, über das Tanzen. Habt ihr ähnliche Projekte dann für die Zukunft? Was sagt ihr, das jetzt war in Ordnung, das war schön, das waren zwei wunderbare und erfolgreiche Abende im Theater, aber das ist doch lange nicht Schluss für uns. Also soll es weitergehen? Wird es weitergehen? Ja, garantiert. Damit haben wir uns ja schon auseinandergesetzt, als wir den Verein eine Satzung gegeben haben. Okay. Und das füllt sich einfach mit der Zeit und auch Anja ist da immer wieder bestrebt, neue Inputs mit reinzunehmen. Und dann werden wir angesprochen, ob das jetzt das DRK ist oder die Gehörlosenschule. Und das, da entwickelt sich immer automatisch was und das ist ständig im Flow. Klingt auf jeden Fall gut. Für was wird das Geld jetzt eingesetzt und nach wie vor Geld gebraucht? Also wird da Farbe gekauft, Tapeten, werden Personalkosten gedeckt? Was ist so das große Defizit, wo geholfen werden muss? Also das Größte ist wahrscheinlich dieser Eigenmittelsatz, den wir aufbringen müssen. Und wir versuchen natürlich, die Räume so zu gestalten, dass die Kinder sich wohlfühlen. Wir versuchen, naturpädagogische Angebote zu machen, um viel in Bewegung zu sein, viel rauszugehen, viel in der Natur zu sein. Und auch dazu brauchen wir natürlich was. Also für die Seelenruhe dann halt quasi, ne? Genau. Werden Erzieher, also können sich ehrenamtliche Helfer irgendwie bei euch bewerben und sagen, ich habe noch ein bisschen Zeit, Kapazität, das Projekt gefällt mir, finde ich wichtig. Ich möchte mich ganz gerne auch mit meiner Person einbringen. Ja, total. Wir haben eine sehr engagierte Koordinatorin, die sich dafür einsetzt, alle Ehrenamtlichen einzuarbeiten und die auch so zu verteilen mit ihren Stärken, dass sie genau da landen, wo sie helfen können. Und das erreicht man auch unter der Starkmachen-Seite. Ja. War das jetzt das erste Mal, dass für euch getanzt worden ist oder gab es schon mal Benefizveranstaltungen, wo ihr dann im Prinzip einen Geldsegen erfahren habt? Ich glaube, das gibt es hin und wieder, aber in diesem großen Rahmen ist mir das jetzt nicht bekannt. Also das war schon ein richtiges Highlight, auch für uns als Zuschauerin. Die Augen leuchten noch. Ihr wart ja, glaube ich, dann zu dritt auch im Theater. Genau. Was habt ihr nachher auf der Bühne gedacht, als es dann auch diesen Check gab nach diesen wunderbaren 2 Stunden? Ihr konntet ja kaum was sagen, glaube ich. Ne? Ihr wart ja völlig von der Rolle. Ich konnte gar nicht sprechen. Ich habe aber auch gezittert und hatte überall Gänsehaut. Also es war super aufregend, weil ich auch... Also diese Organisation drumherum super spannend fand. Ich glaube, jeder, der Kinder hat oder mit Kindern arbeitet, weiß, wie schwer es ist, die zu motivieren und gerade zu der Uhrzeit und die Kleinen irgendwie bei Laune zu halten. Und da habe ich großen Respekt vor. Auf jeden Fall. Ja, Respekt ist das eine, die Motivation. Habt ihr jetzt schon Neuanmeldungen gekriegt? Also sind da einige aus dem Publikum gleich zu euch hin und sagen, so, jetzt beim nächsten Mal tanze ich mit, liebe Anja. Ja, tatsächlich haben wir gerade wieder so eine Anfragenwelle auch momentan und versuchen natürlich dann, die nach und nach auch zu bedienen. So, ne? Und dieses mit der Männerquote jetzt, steigt die allmählich? Ich glaube, 3 Männer, 3 Jungs hatte ich auf der Bühne gesehen oder waren es mehr? Es waren sogar ein paar mehr, ja. Aber... Es könnten noch mehr könnten sein. Noch, ne? Ja. Wie werden die so aufgenommen von den Mädels, um mal vielleicht den Jungs Mut zu machen? Also tanzen ist erlaubt und die können es ja richtig gut, eure Burschen. Da war ich ja, also ich hätte mir da zig Knoten in die Beine getanzt, aber das war ja ganz große Kunst. Ja, also wir freuen uns immer sehr, wenn Jungs kommen. Und also wir können jetzt nichts Gegenteiliges sagen. Wir sind immer voll mittendrin. Also, und die Mädels freuen sich ja auch, wenn Jungs dabei sind. Ne? Also gerade auch in den Meisterschaftsgruppen ist das immer schön, wenn wir Jungs dabei haben. Ich glaub, und die lassen sich auch ein bisschen feiern von den Mädels da. Ne? Die werden ja da richtig... Ja, die also genießen auf jeden Fall eine besondere Rolle. Ja. Genau. Ja. Wie alt sind deine Töchter jetzt, Tom?
17, 15 und 11. Also alle Kategorien dabei. Ja. Und ich sag mal, die 17-Jährige tanzt von Beginn an auch schon? Oder das heißt, die ist im Verein groß geworden? Ja, seit 11 Jahren ist die dabei. Seit 11 Jahren dann. Ja. Boah, Wahnsinn. Also du ziehst da Familien groß, ne? Das weißt du. Sehr schön. Oder also das ist jetzt 3 Töchter, hast du noch so eine große Familie bei dir, wo du sagst, alle Geschwister zapp tanzen bei mir? Wir haben viele Familien, wo die Geschwisterteile dort sind und ja, alle irgendwie mit dabei sind. Ja. Das ist immer total schön. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch jemanden mit 3 haben. Weiß ich gar nicht. Aber naja, manchmal ist es auch die Mama und die Kinder oder... Ja. Das ist unterschiedlich. Genau. Wir können ja mal, Tom, also für die nächste Planung, ich denke mal, die nächste große Benefit-Show wird es ja geben irgendwann. Können wir ja mal so einen, Tom, wenn wir noch einen dritten, vierten Mann dazu bekommen, machen wir mal eine kleine reine Männereinlage. Kriegen wir das hin? Irgendwie, dass wir uns von Anja da was. Ist ja für einen guten Zweck. Dann verkleide ich mich als Weihnachtsmann dann. Ja, dann kriegen wir doch irgendwas, wenn es wieder im Dezember ist und dann bin ich der kleine Wichtel oder der Grinch und dann kriegen wir. Würdest du das mit uns hinbekommen, Anja, dass wir da. Das irgendwas Neckisches, ja, ne? Ja. Ach komm, das machen wir, Tom, halten wir mal fest. Erstmal eine Herausforderung. Ja, ja, ne? Also ich habe ja schon beim Karneval im Männerballett getanzt, also ich bin da einiges gewohnt. Und ich glaube, wenn Anja mich dann nochmal performt, dann, ich glaube, das sollten wir mal festhalten. Wäre vielleicht für alle eine Überraschung, denn mal gucken. Sehr schön. Naja, jetzt gucken ja ein paar Leute jetzt zu. Jetzt hast du mich aber hier noch. Tom, du musst immer da, wenn du bei mir eingeladen wirst, du gehst immer mit einem kleinen Überraschungsmoment hier raus. Genau, so wie wir ja auch im Theater überrascht worden sind. Wann ist jetzt so das nächste Projekt? Gibt es jetzt kleinere Auftritte, also ohne diesen großen Benefits-Gedanken? Wann darf man euch wiedererleben oder deine Tanzgruppen? Ja, wir sind jetzt im Dezember nochmal am Wochenende bei dem Mühlengeetzer Adventszauber. Ah ja. Dann sind wir nochmal auf dem Güstrower Weihnachtsmarkt, da freuen sich die Kinder auch immer ganz besonders drauf. Und ja, dann geht es im neuen Jahr weiter mit neuen Ideen und neuen Auftritten und ja. Hier guckt man schon aufs neue Jahr, Statistiken, ihr seid ja auch steigend. Geht ihr jetzt nochmal sensibel in die Weihnachtszeit, dass ihr sagt, okay, gerade Heiligabend, Weihnachtsfeiertage, muss unsere Hotline stehen, die muss besetzt sein, weil wir mit mehr Anrufen rechnen? Es gibt ja so dieses ungeschriebene Gesetz, gerade zu den Weihnachtsfeiertagen, wo alle zu Hause sind, ist das Gewaltpotenzial immer so mit einer steigenden Kurve versehen. Also für Notfälle gibt es immer das Kindernottelefon, was man natürlich jederzeit anrufen kann. Musst du die Nummer im Kopf? Also nee. Aber wir sind ja auch nicht in Not. Genau, aber ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weil viele Kinder den Weg auch in die Fachberatungsstelle zum Beispiel gar nicht finden. Ja. Es geht viel über HelferInnen und die sind natürlich in den Ferien nicht da und können nicht helfen. Von daher ist das Handy in die Hand nehmen und vielleicht mal sich in den Park setzen und irgendwo anrufen und so ein bisschen erzählen dürfen, ohne dass irgendwas direkt passiert. Ich glaube, das ist sehr wichtig für die Kinder. Genau. Gibt es irgendwelche Projekte oder ich sag mal auch bei euch vereinsintern so neue Sachen, die im nächsten Jahr so mit anstehen oder werden neue Räume bezogen? Was steht jetzt so an bei euch? Ich glaube, wir sind noch sehr mit dem Projekt Haltestelle gerade dabei. Also wir sind gerade fertig geworden, die Räume zu gestalten und die ersten Kooperationsgespräche zu führen, den Austausch, die Netzwerkarbeit in Gang zu bringen, Kooperationen mit Kliniken aufrechtzuerhalten. Ah, okay. Um das Ganze auch so ein bisschen evaluieren zu können. Das ist uns eben erstmal wichtig. Und also im nächsten Jahr starten wir dann wirklich voll durch, auch mit den Gruppen. Auch das Netzwerk dann weiter auszubauen, genau, dementsprechend. Genau. Das heißt, ihr seid nachher ab dem 1.1. kommt, glaube ich, dein Kollege dann dazu. Genau. Genau. Sind noch weitere Stellen geplant, weil Tendenz steigend, Bedarf steigend, überall fehlt es an Fachkräften. Mhm. Also könnt und wollt ihr noch weiter aufstocken? Ja, wir hoffen natürlich, dass das Projekt nach 3 Jahren in die Verselbstständigung geht und wir dann voll durchstarten können, am besten natürlich mit so vielen MitarbeiterInnen, wie es geht. Aber das ist noch ein langer Weg bis dahin. Du bist Erzieherin? Genau. Hast du damals, also wenn ich immer so an Erzieher denke, ist automatisch auch die kleinen Kindergruppen, die ich dann so ein bisschen betütel. Wann war für dich klar, nee, das ist gar nicht meine Zielgruppe, ich verwirkliche mich, indem ich dieses Thema bearbeite? Also gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, das ist mein Weg? Also ich hatte schon sehr früh klar, dass ich nicht im Kindergarten arbeiten wollte, sondern eher in die stationäre Jugendhilfe reingehen wollte, weil man einfach enger und über längere Zeit mit den Kindern in Bindung gehen kann
Und in der Arbeit in der stationären Jugendhilfe über viele Jahre habe ich gemerkt, dass das noch nicht ausreicht. Ich wollte mehr Einzelsettings haben. Ich wollte ja mehr nochmal diese Flächen abdecken, wo ich noch nicht weiterkam. Und da habe ich mir viele Weiterbildungen gesucht, um mich darauf zu spezialisieren. Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Durch die Fachberatungsstelle. Also wir haben ganz, ganz viele Anfragen gehabt. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, 60, die das Thema Grenzverletzungen unter Kindern behandelt haben. Und da konnten wir natürlich nur die Betroffenen tatsächlich in Beratung nehmen oder die Teams coachen. Und da war klar, okay, ich möchte in das Konzept einsteigen, was ja schon lange, lange, lange in den Schubladen liegt. Und das hat jetzt funktioniert. Ein immens wichtiger Gedanke. Gut, dass es euch gibt und auch dann einen guten Einstieg für deinen Kollegen, dass ihr möglichst vielen Bedürftigen helfen könnt. Euch weiter maximale Erfolge für eure Projekte. Wir sehen uns dann beim Tanzen und wir sind auch beim nächsten Benefits Tanz oder bei der nächsten Benefits-Show dann wieder auf jeden Fall mit dabei. Du hältst mich auf dem Laufenden, dass wir drüber gucken und wo geht die Reise dann hin und wo gehen die Gelder wieder hin. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder, dann wird es etwas besinnlicher. Dann kümmern wir uns mal um die vorbereitende Weihnachtszeit. Was muss ich zu Hause alles beachten, damit ich sag mal, die Kerze nicht den Tannenbaum abfackel, damit das richtige Essen auf den Tisch kommt. Wie schmück ich? Was sind die Trends in diesem Jahr? Da reden wir mit Güstrowern und Güstrower dann darüber, damit zu Hause ein besinnliches, ruhiges, entspanntes und sicheres Fest wird. Ihr schaltet ein, um dabei zu sein. Ich freue mich. Sag danke an Dana, an Anja, an Tom. Und noch danke an zu Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal.